Leute, weiter geht's bei Shanti. Wir haben hier drei komische Wesen und wir haben drei Münzen gefunden. Hast du alle Münzen gefunden? Dann sollten wir jetzt spielen. Sag mir, wenn du bereit bist. Bin bereit. Lass uns das Ratespiel spielen. Bei dem Spiel geht es darum, uns alle drei nacheinander zu besiegen. Auch wenn du nur einmal falsch rätst, musst du wieder von vorne anfangen. Wenn du alle drei Rätsel schaffst, gehört der Schatz dir. Sag mir Kopf oder Zahl. Ich sag Kopf. Und? Kopf, richtig. Jetzt kannst du weiter zum grünen Spieler. Oh, was? Das ist random? Ja, du hast den blauen Spieler besiegt, hä? Magst du dein Glück nicht gegen mich auf die Probe stellen, ne? Ich sag nochmal Kopf. Kopf, richtig! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Versuch jetzt dein Glück gegen den roten Spieler. Versuch jetzt dein Glück gegen den roten Spieler. Du hast den grünen Spieler besiegt, nun dann lass uns spielen. Okay, ich sag Zahl. Kopf, versuch's nochmal. Shit! Okay. Ja, ja, nacheinander besiegen. Es war dreimal Kopf, ernsthaft. Ich sag Zahl. Was kommt immer? Dreimal Kopf? Ja, ja, es kommt immer Kopf. Ernsthaft? Kopf, richtig. Bisher kam immer Kopf. Nee, shit, jetzt war es Zahl. Oh, Kacke. Okay. Okay, Zahl. Und Zahl, richtig. Dann sagen wir wieder Kopf. Kopf ist richtig. Gut. Kopf. Wieder richtig. Okay, das war jetzt random, aber okay. Nettes Spielchen für zwischendurch. Wir haben einen Gewinner. Hier ist der Preis. Medaillon. Was? Moment. Zeigst das Bild von einem Mädchen und zwei älteren Jungen. Hat es bestimmt für das Mädchen hier. Und ein Mädchen und zwei ältere Jungen, das würde auch zu Rotti Tops passen. Ich meine, seht ihr euch an, das Gesicht, das ist Rotti. Ein Medaillon? Ist das meins? Ja. Hier. Du bist Medaillon. Also? Kommt es dir bekannt vor? Ja, irgendwie schon. Ich werde es mal öffnen. Oh, schau dir das an. Meine Brüder. Ich habe zwei Brüder. Jetzt kann ich mich ganz deutlich an sie erinnern. Der rechts sehr groß und hübsch ist. Das ist mein großer Bruder. Und der da links, das ist so ein Dummkopf manchmal. Er ist auch älter als ich, aber nur ein bisschen. Sie haben früher immer auf mich aufgepasst. Aber, das sollte noch jemand sein. Problem. Beschreib einfach, woran du dich erinnerst. Also in meinen Träumen kommt und geht sie. Sie ist hübsch und schlau und will genauso sein wie sie. Sie ist meine beste Freundin auf der Welt. Aber wenn ich versuche, sie zu greifen, dann... Was dann? Ich weiß es nicht. Irgendwas geht dann immer schief. Ich muss sie irgendwie verärgert haben. Ich würde ihr einfach gerne sagen, wie wichtig ihr meine Freundschaft ist. Ich versuche, sie zu fassen. Aber sie rennt weg. Manchmal wache ich auf und bin wieder hier. Ich glaube, ich verstehe dich. Ich auch. Sie meint bestimmt... Trommelwirbel. Shanti. Echt? Ja. Ich verspreche dir, ich werde deine Freundin finden und dir sagen, wie du dich fühlst. Oh, vielen Dank. Weißt du, ich denke, irgendwann kann ich diesen Ort wieder verlassen. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier. Und träume von unseren gemeinsamen Abenteuern. Oh, es gibt hier noch jemanden, der deine Hilfe gebrauchen könnte. Du kannst ihn mit diesem Licht herbeirufen. Hab keine Angst, wenn du ihn siehst, okay? Hoffnungsflamme. Das Licht scheint selbstständig zu brennen, okay? In der Nähe gibt es eine Feuergrube. Du kannst ihn dort herbeirufen. Haben wir irgendwann eine Feuergrube gesehen? Ist gerade überfragt. Was ich aber weiß, ist, dass ich noch was essen sollte. Ja. Autsch. Au, 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 au. Hier drüben habe ich gar nicht gesehen. Eine Feuergrube. Woher nehme ich jetzt eine Feuergrube, verdammt nochmal?
Ah, nee, ich komme da nicht hin. Warum springt sie da hin? Wo war eine Feuergrube? Oh, diese... diese elenden Geister. Ich verabscheue sie. War hier eine Feuergrube? Ah, shit, das war nicht gut. So. Ich dachte, sie schießt viermal. Ist aber nicht der Fall. Gut, diese Gegner sind irgendwie ein bisschen lame, ne? War jetzt hier eine Feuergrube? Ne, hier konnte ich speichern, ja. Machen wir kurz. Einfach nur, damit wir dieses Münzspiel nicht nochmal machen müssen. Es war ein bisschen random. Zweimal hintereinander hätte auch ausgereicht. Ja, da ist auf jeden Fall Lava, aber keine Feuergrube. Wo ist eine Feuergrube? Das muss aber hier drinnen sein, in diesem Dorf, oder? Autsch, den habe ich zu spät gesehen. Die Gegend ist echt so platziert, dass man getroffen werden muss, wenn man nicht genau weiß, wo sie auftauchen, oder? Das ist echt gemein gemacht. Ja, ja, der... Ja! 3, 4, 5, 6, 7, 39.000 Gegner auf einmal, das ist klar. Ich glaube, das werden immer mehr. Gott, warum halten die so viel aus? Ich muss schon wieder was essen, Bento-Box. Genau. Aber wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht genau, was ich hier machen soll. Ich meine, diesen Käfig da oben, den kann ich nicht erreichen. Kann ich das wirklich nicht erreichen. Zurückgehen? Und nochmal da oben hin. Was war denn hier nochmal? Muss echt noch überall hingehen nochmal, oder? Weil, Feuergrube. Wo zur Hölle war eine Feuergrube? Ich bin noch keine zwei Stunden hier oder noch nicht mal eine Stunde, denn ich habe bereits vergessen, wie hier was ausgesehen hat. Oder ist diese Feuergrube gar nicht hier? Ja, das war fair. Das war fair. Nee, hier oben war auch nichts. Oder das hier? Ah, hier. Hoffnungsflamme in Feuergrube. Perfekt. Hier geht gar nichts. Du gibst Hoffnungsflamme. Was zum... Hat das Feuer angezündet. Du solltest nicht hier sein. Wie nennen man dich, junge Dame? Shanti, Sir. Shanti? Komischer Name. Ja, stimmt, ich habe auch einmal eine Tochter. Aber ich vergesse alles über sie. Ich vergesse wohl alles. Joker an der Tür. Er sagt, das hier ist das Dorf der verlorenen Seelen. Ich bin zu dieser Insel gekommen, um jemanden zu suchen, den ich verloren habe. Ich schieße Kobolde und drehe um Baumstämme, um sie zu erreichen. Wie war denn ihr Name? Na, das ist peinlich. Ich erinnere mich nicht. Ich bin viel zu lange hier gewesen. Vielleicht schon Jahre. Ich muss den Joker an der Tür treffen. Zeig ihm meine Faust. Vielleicht haue ich ihn auch mit einer Leiter. Du solltest auch von hier verschwinden, ehe du auch vergisst, warum du kamst. Oh, ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss erst das Böse an diesem Ort zerstören. Mutig. Ich wäre stolz, wenn du meine Tochter wärst. Hier, damit kommst du ohne Probleme rein. Ich kümmere mich um den Joker. Was? Kann jetzt das mitnehmen, nehme ich an. Männlichen Moschus, was? Mach weiter. Benutze den Moschus, den ich dir gegeben habe, um die Tür zu öffnen. Was für eine Tür? Moment, was steht da? Ein kräftiger Geruch, der einen inspiriert, großartige Taten zu vollbringen. Was bitte? Autsch. Was bitte? Ich brauche... Was? Ist das für Sie? Vermute nicht. Vielen Dank für alles, was du für mich getan hast. Ich wünschte, ich hätte so eine Freundin wie dich.
Seite. Fortuna auf deiner Seite. Fortuna auf deiner Seite. Was muss ich jetzt machen? Das verstehe ich jetzt echt gerade nicht. Lass mich kurz überlegen. Da hinten war nichts, beziehungsweise ich komme hier nicht weiter. Hä? Was muss ich jetzt machen? Leute, ich habe gerade echt keine Ahnung, was ich machen muss. Nicht die geringste. Männliche Dinge zu vollbringen. Muss ich damit jetzt vielleicht zu Bollo gehen? Ich meine, der hält sich gerade für niemand und so, dass er nichts kann. Das ist gerade so die einzige Idee, die ich habe. Out, bin ich denn bescheuert? Was mache ich denn? Hier. Fackel kann hier nicht verwendet werden. Ja, toll. Oh Gott, diese Gegner. Momentum. Alter! Die machen so unglaublich viel Damage, ey. Das gibt's doch nicht. Unglaublich viel. Sagst du noch was? Du darfst das Dorf der verlorenen Seelen betreten. Ja, ja. Aber hier geht's, oder? Ja. Ich nehme viel zu viel Damage, Leute. So, wir gehen wieder, Risky. Viel zu viel fucking Damage nehme ich hier. Was kann ich dann bitte? Ich brauche wieder Autotränke, verdammt. Ich achte zu wenig auf meine Energie. Oder immer dann, wenn es zu spät ist. Moment. Ja, ich kann mir wieder ein Herz machen. Wenn ich schon mal hier bin, tun wir das natürlich auch. Hallo. Und ich gebe dir einen weiteren Herzhalter. Los geht's. Oh, die armen Tintenfische, ey. So, bitteschön. Wunderbar, wir haben bereits 6 Herzen. Nun gut, lass mich kurz überlegen. Wo war jetzt nochmal die Werkstatt? Nee, ich gehe noch nicht in die Werkstatt. Ich brauche wieder Autotränke. Ja. Oder sonst noch was? Nee, keine normalen Tränke. Hier. Autotränke. Für 120, 3 Stück. Ja, geben, danke. Ich brauche die. Aber nochmal, ist jetzt dieses Gestankteil wirklich für Bollo? Was anderes würde mir gerade nicht in den Sinn kommen. Ich muss jetzt erst einmal nachdenken. Hier. Nee, bringt nichts. Shit, das bringt nichts. Der einen inspiriert, großartige Dinge zu tun. Gut, ich kann jetzt quasi nur raten. Ist es der Bürgermeister? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ah, ich... Oder... Aha, doch, ich glaube, ich weiß, wen jetzt gemeint ist. Der einäugige Typ da, ne? Der sein Schwert verloren hat. Shuttleton lag an der kleinen Bucht dort, wo du jetzt lebst. Aber als es größer wurde, mussten wir es niederreißen, um neu zu beginnen. Nun ist dein Leuchtturm alles, was übrig ist. Ich habe früher 3-mal am Tag Hummerschwänz gegessen. Wie soll ich das vermisse? Hast du welche für mich? Danke, es sind 100 Juwelen! Ich habe mir jetzt Hummerschwänze verkauft. Ich hoffe nicht allzu viel. Die Dinge sind nämlich super. Ja, sie haben Scuttletown vergrößert und mussten deswegen ein bisschen was abreißen und so, um neu anzufangen. Deswegen sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Eine gute Erklärung, würde ich sagen. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg wieder laufen? Moment, wer ist das da oben? Da komme ich nicht hin. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es jetzt wirklich nochmal dieser einäugige Typ ist. Wobei, wer denn sonst? Nochmal ein Hummerschwanz, perfekt. Ja, da, toll. Macht halt immer noch zu wenig Damage. Aber dass ich jetzt wirklich diesen Weg nochmal gehen muss, das kann ich mir jetzt echt kaum vorstellen. Nicht dein Ernst, du dreckiger, hässlicher, stinkender Mistgegner. Nee, wenn man so abprallt vom Gegner, das hasse ich. Das nervt mich echt ein bisschen. Du leck mich, ihr sterbt. Wer war's denn? Du hier, ne? Verdammter Sack, du. Wenn ich jetzt mit meiner Vermutung falsch liege, dann habe ich ein Problem.
müssen wirklich nochmal Backtracking machen, aber ich wüsste nicht genau wohin. Ich wüsste jetzt halt echt nicht. Boah, genau, dann drehst du dich um, du Mist. Meine grauen Zellen arbeiten, aber. Wie und wo könnte noch irgendwas. Wozu braucht dieses Moorschussgedöns? Das ist irgendwie total random. Wieder für die. Oh, da muss ich jetzt unter Umständen echt wieder zu Rotti, weil ich irgendwie ihre lebende Form da gefunden habe oder so. Vielleicht ist es auch nur so eine total falsche Idee, aber. Wie gesagt, eine Ey, ich werde wieder von allen Mutierten getroffen. Was mache ich denn da? Ich möchte schnell vorbeigehen, deswegen spiele ich Scheiße. Ja, da der Herzhintenfisch. Weiß ich immer noch nicht, wozu der gut ist. Oder ich weiß, wozu der gut ist, aber nicht, wie ich den erreiche. So, da sind wir ja bereits. Wir versuchen es mal. Der da. Das verzauberte Schwert ist wahrscheinlich gut gesichert in einer Wüste. Auch das geht nicht. Ja gut. Ja gut. Der Bibliothekar macht nicht so viel Sinn. Nee, dann habe ich keine Ahnung. Tja. Dann habe ich echt keine Ahnung. Dann lass mich mal ein bisschen meine Parts schneiden und ein bisschen nachsehen, wo es denn sein könnte. Also Leute, das war's für heute mit Shanti. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!